Hi, ich bin Chris, Anwendungsingenieur bei Algo3D und mein Spezialgebiet ist der Filamentdruck. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit deinem Filamentdrucker Edelstahl verdrucken kannst. Das Prinzip, Edelstahl zu verdrucken, ist eigentlich gar nicht so komplex und kommt aus dem Verfahren des Metal Injection Moldings, also Metallspritzgießen. Bei Metal Injection Molding habe ich einen Feedstock, also mein Ausgangsmaterial, welches eine Mischung aus Metallpulvern und einem Kunststoff als Trägermaterial ist. Das Ganze wird normalerweise in eine Form gespritzt. Das Ergebnis ist ein sogenannter Grünling, also ein noch nicht vollfestes Metallbauteil, beziehungsweise Bindemittel-Metallpulver-Gemisch. Ich sage dazu auch gerne Sandburg, ja, kann man ungefähr so vergleichen. BASF stellt diesen Feedstock nun schon jahrelang her und hat auch dieses Material auf eine Spule gebracht, sodass wir es mit unseren handelsüblichen Filamentdruckern relativ einfach verdrucken können. Das Material druckt sich ähnlich wie ABS, also ein geschlossener Bauraum macht durchaus Sinn und eine Ablauffilterung ebenfalls. Wenn wir diesen Grüning nun gedruckt haben und erzeugt haben, muss er natürlich nachbehandelt werden. Dieser Grüning muss in einen Sinterprozess hinzugefügt werden. Das heißt, beziehungsweise eher ein zweistufiger Prozess, weil vorher muss er noch entbunden werden. Das heißt, das Bindemittel muss aus diesem Bauteil herausgeholt werden. Das Ganze geschieht mit Salpetersäure in einem speziellen Ofen und im Anschluss daran wird der sogenannte Brown Part dann im Sinterofen bei bis zu 1400 Grad versintert. Die Metallpartikel schmelzen quasi zusammen und ich erzeuge ein wirklich fertiges Metallbauteil. Dieser Sinterofen und dieser Entbindeprozess ist relativ komplex und vor allem sehr teuer. Die Sinteröfen kosten gerne mal mehrere hunderttausend Euro. Und daher bieten wir in Zusammenarbeit mit BASF einen Service an. Das heißt, wir können unsere Teile einfach drucken, unsere Grünlinge, und können die dann verschicken an einen Dienstleister, welcher die Teile für uns dann nacharbeitet. Bei dem ganzen Prozess kommt es natürlich zu Schrumpf. Das Teil wird also kleiner, kann man gut an den beiden Bauteilen hier zum Beispiel erkennen. Und die hohe Kunst ist es dann, diesen Schrumpf bereits im Druckprozess als Aufmaß mit einzuplanen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir unser 45-minütiges YouTube-Webinar oder auch unsere Landingpage zum Thema Metalldruck. Wenn es doch in die Tiefe gehen soll, haben wir auch eine eigene Themenschulung entwickelt, die sich nur um die Materialien von BASF dreht. Gibt ungefähr 3 Stunden und da gehen wir nochmal genauer auf die Problematik mit Stützen ein, auf die Design-Guidelines, auf den ganzen Prozess, was da passiert und was wir zu beachten haben. Habt ihr gewusst, dass ihr mit eurem Filamentdrucker Metall drucken könnt? Habt ihr vielleicht bereits Erfahrungen gesammelt? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Happy Printing!